So, und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von City Skylines hier am Samstag um 13 Uhr in der ersten Folge von den beiden Folgen heute. Und in dieser Folge fragt ihr euch erstmal garantiert, wo wir hier sind. Wo sind wir denn hier? Einige werden es vielleicht noch kennen. Also die Ansicht auf jeden Fall, dass wir da nämlich eben an unserem Kolossus gestanden haben. Da mal so geguckt haben. Und in dieser Folge geht es dann halt hier so ein bisschen weiter, dass wir hier hinten noch ein bisschen rausbauen und da eventuell noch was machen können. Und hier die Straße. Ich wäre dafür, dass wir erstmal die kappen, dann sollten die hier nämlich schneller rauskommen. Wir haben ein paar neue Mods hinzugefügt. Einmal, wenn ich jetzt Steuerung T. Ist der nicht mehr da? Ich weiß es nicht, ob der Mod da ist, weil er reagiert nicht. Wir können es einfach nachgucken, genau. Wir haben nämlich die Möglichkeit, dank dem Traffic Light Mod, keine Ahnung wie der heißt, zu sagen, dass wir hier zum Beispiel Ampeln hinhaben wollen oder nicht, bis wir den Verkehr optimal führen. Hier müssen wir allerdings mal die Haltestelle removen, weil die ist hier doch an der falschen Stelle. Beziehungsweise die ganze Linie müssen wir neu machen. Dazu seht ihr dann hier oben noch ein Kamerasymbol statt der statt dem Kameranamen da unten. Die haben wir nämlich auch ausgetauscht durch eine First Person View, die wir dann hier schön ordentlich nutzen können, muss man ja sagen. Wir haben da ja so ein bisschen aufgefrischt und aufgepasst. Und haben neue Mods uns angeschafft. Okay, das hört sich jetzt auch so ein bisschen skurril an. Nein, wir haben uns neue Mods ins Spiel reingeholt. Die auch gar nicht so schlecht eigentlich sind. Auch von den Eigenschaften und sowas her. Jetzt haben wir gar nicht hier den Bahnhof angeschlossen. Das muss ich kurz nochmal überdenken, wie wir das jetzt vom Ablauf machen. Weil normalerweise müsste der dann ja hier wieder zurück. Machen wir das einfach mal so. Ja, nein, da muss ich hier noch eine neue Wendemöglichkeit aussuchen. Im Normalfall, okay. Irgendwie müssen wir an diesem Bahnhof dran. Oder wir machen es einfach so, dass wir hier rumfahren. Und dann hier runter. So, es sollte gehen. Dann haben wir den Bahnhof zwar nicht da oben angeschlossen. Aber das macht nichts. Dann an den einen Herrn. Ich suche kurz den Namen raus. Ich habe ihm auch schon geantwortet. Der regt mich nämlich ein bisschen auf. Und zwar will er wissen, welche Mods ich benutze. Der Kerl heißt Schnauzer HD. Schnauze HD, das ist jetzt eine persönliche Nachricht nur an dich. Bitte hör auf zu spam. Ich hab's verstanden, sobald du einmal schon den Kommentar geschrieben hast. Und falls ich einmal nicht antworte, nicht böse sein. Ich reagiere irgendwann schon auf deine Antwort, beziehungsweise auf deinen Kommentar und gebe dir zu eine Antwort. Ich mache irgendwann mal ein Video garantiert zu den Mods, die ich hier benutze. Einige Mods sind so einfach, dass ihr die einfach selber googeln könnt, beziehungsweise einfach im Steam Workshop euch die raussucht. Ist das so schwer? Ihr geht einfach in den Workshop rein, sucht dann nach irgendwie irgendeinem bestimmten Ansatznamen und ladet euch die dann runter. Ist das jetzt schwer? Ich glaube nicht, oder? Naja, ich weiß da nicht, wie die meisten Leute das von euch sehen. Ich finde es ein bisschen nervig, wenn dann die ganze Zeit gespammt wird, wenn man das so nennen darf, kann. Weil mehr als einmal denselben Kommentar braucht man im Normalfall nicht. So, dann hat er das hoffentlich jetzt auch endlich mal richtig verstanden und hört auf zu spammen. So, hier bauen wir nochmal das ein bisschen um, weil ich hatte ja gesagt, wir machen das dann hier auch ordentlicher. Nehmen wir hoffentlich nicht so viel Platz ein mit dem alten. Ja, haben wir jetzt so ein bisschen was geändert. Ist ganz okay geworden. Hier können wir dann die eigentlich auch schon noch ein bisschen verschieben.
Die drei müssen nur wieder alle aneinander ran. Das ist okay, das sollten wir hinkriegen. So, dann machen wir hier nochmal ein Stück. Dann kommt hier eine Kurve ran. Okay, die Kurve war Mist. Die Kurve sieht gut aus. Wir haben, oder ich habe in der Zwischenzeit zwischen der letzten und dieser Folge, habe ich mich auch nochmal hingesetzt und habe nochmal eine Kreuzung entwickelt, gebaut. Ich zeige euch die gleich mal. Ich weiß noch nicht, wie gut die wirklich ist und sein wird, denn... ist natürlich jetzt blöd. Denn es hat doch ein bisschen Zeit gekostet, die zu entwickeln. Wieso hatten wir den eben nicht gerastert, den Punkt? Ich hab's nicht verstanden. Gut. Dann machen wir das jetzt einfach so. Dass wir hier drauf gehen und dann konnten wir hier einen Abzweig. Ja, der sah ein bisschen blöd aus. Konnten wir hier noch einen Abzweig? Nein, leider nicht. So. Wir hatten dann diese, die hier drauf geht. Machen wir da eine kleine Kurve rein. Ah, da haben wir so eine Mini-Kurve. Jetzt müssen wir den nur wieder mit anschließen. Oder? Ist eigentlich der einzelne Bahnhof, der da rüber geht. Der sollte reichen. Genau, notfalls könnt ihr über die anderen Kreuzungen hier erstmal rüber. Oder wir gucken einfach, ob wir den direkt so machen. Ja, das kann man ja auch so machen. Dann haben wir da direkt die Abfahrt mit drin. Die Züge müssen sich jetzt erstmal natürlich auf die neuen Verhältnisse einfahren. Deswegen wird es dann hier ein bisschen zu Verkehrsproblemen kommen. Und wie ein weiterer Abonnent sagte, das Ganze ist schlimmer als in Train Fever mit dem Zugverkehr. Wie sagte, also so da Johannes. Liebe Grüße an den Johannes, von dem habe ich auch schon eine Zeit nichts mehr gehört. Der sagte halt, dass das schlimmer ist als in Train Fever mit dem ganzen Verkehr, den wir hier haben im Moment. Der dann hier sich kreuzt und sonst was macht und der fährt, glaube ich, einfach nach unten durch. Genau. Ne, der fährt sogar bis hier oben hin. Bombe. Ich habe mal noch so ein bisschen am Kolossus rumgearbeitet. Das als erste Sache. Und habe jetzt auch eins eingefügt namens Test 1. Beziehungsweise ist das der aktuelle Kolossus. Genau, ihr seht an den Abfahrten oben rechts, dass jetzt einzelne Spuren hoch und runter gehen. Also runter ist eine Mehrfachspur. Hoch ist eine Einzelspur. Damit halt der Verkehr hier schneller hochgeht. Und dafür haben wir eigentlich auch den Ampelmod noch drin, dass die Fahrzeuge sich hier nicht stauen. Im Normalfall da. Und dafür ist eigentlich jetzt auch als Nicht-Cheater-Spieler-Benutzer das so gemacht worden, dass wir hier einfach die Abfahrt so machen, beziehungsweise die Auffahrt so machen können, dass die dann einfach nur hier ganz normal hochfahren, ohne irgendeinen Verkehr, der da wieder im Weg steht. Das heißt, die Fahrzeuge fahren automatisch drauf, ohne jetzt irgendwie abzubremsen oder langsamer zu werden. Und so läuft das dann alles. Hier weiß ich noch nicht, könnte man eigentlich mal so gucken. Ne, das sind dann auch Doppelspuren. Aber das sieht eleganter aus. An die Leute, die sich beschwert haben mit dem Cursor, ne? Ich habe, oder ihr solltet sehen, dass sich da am Cursor was getan hat. Und zwar habe ich jetzt erstmal das so eingestellt, dass sobald ich tippe, wirklich hier ein kleiner Kreis um den Cursor rumkommt. Damit ihr genauer seht, wo der Cursor ist. Weil in den letzten paar Folgen Videos hoffentlich, oder war das ja weg. Ich hoffe, das ist jetzt alles wieder drin. Dass der Cursor sich da jetzt auch wieder zeigt. Und ja, da war das ein bisschen blöd, dass der Cursor da halt weg war. Hier müssen wir das, glaube ich, nochmal downgraden auf eine kleine Straße. Die sind jetzt weg, weil ich genau die falsche Straße genommen habe. Da wir hier eigentlich nur eine Abfahrt haben und nicht zwei und die immer auf die
mittlere Spur fahren und ich weiß immer noch nicht, wieso. Der fährt, genau, der fährt schon die richtige Spur. Dann halten wir mindestens da den Verkehr nicht auf. Aber der fährt da auch noch runter. Wieso fährt der da auch lang? Müssen die etwa so weit ausholen? Nee, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Zack, einmal durch die Welt durch. Supi. Bitte lass das so jetzt ordentlich laufen, ohne dass die Fahrzeuge da jetzt diesen Riesenbogen machen. Genau, jetzt geht das wieder. Da fahren sie über die kleine Schnellstraße. Und dann machen wir hier jetzt noch die Erweiterung raus. Ich hatte ja gesagt, hier bauen wir aus. Das tun wir in dem Fall auch, dass hier nämlich Industrie reinkommt. Dass wir hier so ein bisschen den nächsten auffangen können, den nächsten Haufen, der da kommen wird, weil den Haufen werde ich erstmal komplett verlagern. Ihr denkt euch jetzt, was? Ja, ich lasse die umziehen. Also von hier auf die andere Seite, Richtung Hafen, lasse ich die dann umziehen, genau wie wir hier unten schon den Teil umsiedeln lassen haben. Das ist auch mal ein Wort, ey. Da haben wir dann nämlich weniger Probleme mit den Leuten, die dann hier rüber wollen oder nicht. Und ja. Ich finde es immer grässlich, dass die Fahrzeuge, vor allem Traktoren, genau davor halten. 24 Arbeiter, alter Schwede. 24 Arbeiter. Das ist schon eine Wucht. So, die meisten Leute fahren da unten in die Stadt rein. Genau, das passt. Ich wollte euch noch die zweite Ausfahrt zeigen. Fällt mir so nebenbei ein. Wo ist sie denn? Ja, Busbahnhof ist auch drin. So, ist hier irgendwie. Oder muss ich die erst wieder aktivieren? Ich glaube, ich muss sie erst wieder aktivieren, damit die drin ist. Kolossus, Enter. Ne, Kreuzung. Test 1. Ne, da ist sie. Genau. Lalalalala. Was? Ungültig Form, geringe. Entfernung zu gering. Was? Im Editor konnte ich die doch so bauen. Ist das eine Verarschung? Ist das hier mal eine Verarschung? Aber ihr seht schon mal, wie das aussehen soll. Und zwar haben wir unten und oben jeweils hier eine Autobahn und links und rechts von der mittleren Autobahn sind einmal Stadtstraßen und unten in der Mitte ein Kreisel. Ich hoffe, dass das so einigermaßen gut ankommt. Da habe ich so ein bisschen lange dran gefrickelt und ich weiß nicht, woran ungültige Form Entfernung zu kriegen. Ja, wo denn? Das Gebäude muss neben einer Straße gebaut werden. Wollt ihr mich trollen? Das geht doch gar nicht. Genau, okay, dann kann man das erstmal da liegen lassen. Haha. genau. Dann können wir das leider erstmal nicht nutzen. Dann können wir die erstmal umsiedeln. Dann ziehen die hoffentlich alle bald in ihren neuen Distrikt da drüben ein, den wir jetzt erschaffen. Denn die sollen hier auch was Gutes bauen, machen, erschaffen, wie man es will. Ich glaube, die Straße habe ich falsch gesetzt. Damit ich hier einen muss ich noch. Nee, das war auch einer zu viel. So. Genau, dann haben wir das da. Dann ziehen wir die hier einfach rüber. Machen dann da die Verbindung, ziehen das so rum. Fertig. Was ich noch sagen wollte, ihr findet jetzt auch ein, zwei Mods schon von mir, also Kreuzungen. Ich weiß nicht, zählt das unter Kategorie Mods direkt. Findet ihr schon im Steam Workshop, also für die Leute, die da interessiert sind an meinen Mods. Oder die immer wieder nachfragen, einfach nach meinem Namen auf 7BZW im Workshop suchen, dann findet ihr da auch mein Kolossus, also die Kreuzung, die wir da oben eingesetzt haben in der letzten Folge.
findet ihr da, habt ihr dann zum Download alles frei. Ihr könnt es dann auch verwenden, ohne irgendwelche Probleme, weil es ja Workshop ist. Und ja, so. Ja, das sollte reichen für die. Wasser brauchen wir, ne? Da fangen wir da an. So. Genau, da haben wir alles dann. Dann fangen wir am besten, damit es keine Stromprobleme oder sowas gibt, hier unten an. Mit dem mit dem Auslagern, beziehungsweise einfach mit dem Bau. Ich hoffe, die ziehen dann da auch ein, weil sie hätten ja, oder sie haben ja hier wirklich die Einfahrt in die Gebiete rein. Also eigentlich alles ohne Probleme. Genau, hier fahren die dann auch hier rüber, fahren dann hier lang, da im Kreis, da machen sie einen Abzweig. Hier fahren sie dann auf die Autobahn, das passt. Hier kommt wieder der ICE. Die Gebiete sind hier schon umgezogen. Oder ziehen gerade um. Das heißt, wir brauchen da noch einen Moment, um die ganzen Sachen hier zu verwerten. Wir ziehen die aber auch mit um, in dem Zuge direkt. Damit wir hier keine Probleme mehr haben. Und was mir anfällt, wir haben ja noch eine neue Errungenschaft. Und zwar hier noch so eine Recyclinganlage. Kann man eigentlich woanders verwenden. Der Platz ist nämlich total blöd. Setzen wir die einfach da hinten hin. Dann machen wir hier einfach nochmal die Straße neu. Weil die hat wirklich eine Einbahnstraße drin. Das heißt, da könnten der Ansicht nach Fahrzeuge langfahren. Wenn da welche wollten. Also, ist echt eine coole Sache. Da hat sich der Modder viel Arbeit mitgemacht. Und das können wir auch drehen. So, da fahren die nämlich alle in eine Richtung. Dann graden wir hier nicht ab, sondern dann bauen wir hier einfach auch noch ein Stück ein Tucken aus. Ne, das wollte ich auch nicht. So. Dann sollten die hier einziehen. Genau, die ziehen hier unten ein. Automatic Bulldozer ist ja aktiviert. Hier hatten wir noch eine Müllverbrennung, die wir eigentlich mitnehmen können. Ja, nehmen wir die mit. Lassen die dann da oben ranziehen, direkt Richtung Eisenbahn, verpesten wir da das Gebiet. Eigentlich nicht gut, aber okay, da guckt ja eh keiner hin. Dann kam mir noch die Idee am Ende der letzten Folge. Oder irgendwie vorher schon, hier dieses kleine Teilstück nach hier oben zu legen. Da wir ja hier oben auch schon eine zweispurige Straße haben. Damit wir halt hier das ein bisschen entlasten, weil die Autos parken, beziehungsweise halten hier oben auch drauf. Und deswegen könnte man... Das war sehr gut, denn ich habe eben gerade die Aufnahme einfach mal unterbrochen gehabt. Da können wir nämlich einfach hier sagen, okay, hier können wir die Ampel ausschalten. Dann fahren die nämlich ohne Ampeln hier rum. Was ja auch eine lustige Sache ist, wenn hier keine Ampeln einfach mal aktiv sind. Was ja im Normalfall ungewöhnlich ist. Und zwar ziemlich ungewöhnlich. Das ist ja wirklich so ein Auto. Ich habe hier keine Rechte so wirklich. Und dann zack, durchbrettern und fertig. Nein, so extrem ist es nicht, aber... da haben wir dann halt die kompletten Ampeln ausgeschaltet für diesen mit diesem Mod. Was auch mal eine lustige Geschichte ist. Denn das passiert auch nicht jedem an einem Tag, dass hier die Ampeln ausgeschaltet sind, sodass hier wirklich extrem, extrem viele Autos rüberfahren können, ohne sich halt wirklich zu stauen. Weil normal haben wir ja hier Verkehrsstaus. Ich suche gerade nach einem, ja hier zum Beispiel. Wenn die Ampel dann nicht umschaltet, dass wir dann da irgendwie feststecken und da nicht drüber können. Und das will ich halt, ja, minimieren. Mit dem Upgrade. So, hier können wir nochmal Straßen kurz upgraden. Dann haben wir die wenigstens bis da vorne schon. Und hier weiß ich noch nicht, wo wir die Straße ranführen. Vielleicht führen wir die dann hier rum und lassen die hier anschließen. Ich habe noch keine Ahnung.
Hier haben wir ja auch die Verbindung normal. Eigentlich können wir diese Abfahrt auch wieder dicht machen. Dann hasst ihr mich aber. Ja, machen wir die erstmal wieder weg, weil das Gebiet siedelt ja sich eh gerade um. Dann macht das nichts. Genau, Industriegebiet hat er noch. Hier kommen auch die Schiffe. Der Port soll auch langsam wieder angefahren werden, da der bis zur letzten Folge keine wirkliche Abfahrt hatte. Hat er jetzt wieder eine und dann sollte das auch Bombe gehen. Hier haben wir auch eine Müllverbrennung. Was? Okay. Ja, stimmt. Du funktionierst nicht, weil du da hinten keinen Strom hast. Ups. So. Wenn nicht, kriegst du hier hinten erstmal ein Windkraftwerk. Dann läufst du wenigstens hier einwandfrei. Und ihr seht auch, wie schön es hier gearbeitet ist. Also hier die Container. Dann hier irgendwie Holz oder Metallschrott, der das sein soll. Dann hier eine Auffahrt. Ja, Bombe, Kamera, geh da mal hoch. Hier sollte dann natürlich eine Abfahrt sein, dass man hier raufkommt und sowas. Da dann ein Kran. Also es ist echt cool gemacht hier von dem Modder, dass man das extrem gut nutzen kann. Hier zieht ja zum Beispiel auch schon einer ein. Genau, die sind gerade gestiegen hier ein bisschen vom Wert. Und hier funktioniert auch alles. Genau. Es läuft. Hier haben wir natürlich auch noch ganz viel Verkehr, den wir hier abfangen. Hier können wir eigentlich auch mal das komplett nochmal umbauen, weil das war ja damals irgendwie so eine Fehlkonstruktion, die wir da gemacht haben. Mit dem Gebiet. Ich weiß noch nicht mal, wie wir an das Gebiet mehr kamen. Da muss ich ganz ehrlich passen. Da brauchen wir das auch nicht, da auch nicht. Da brauchen wir das. Dann kommt hier dasselbe rein. Das kann ich auch weg. Das auch. Dann lassen wir das Gebiet schon mal regenerieren. Mit den neuen Gewerbeplätzen für die Einwohner hier. Um die Abfahrt kümmern wir dann uns in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, das war's jetzt auch erstmal für die erste Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet. Jetzt muss ich mal wieder den Bewertungshammer schwingen lassen, denn ich, BZW, ihr profitiert auch davon, wenn euch ein Video gefallen hat. Und ja, zum Beispiel haben wir das jetzt hier auch noch gelöst. Hier ist dann keine richtige Abfahrt mehr, sondern eine Autobahnabfahrt. Das heißt, die können ohne Anhalten hier runterfahren und dann auch genau in die Richtung, die sie wollen. Und dann passt sich das. Eine Person in der letzten Woche. Was? Hatten wir hier eigentlich U-Bahn jetzt wieder laufen? Ich habe keine Ahnung. Ja, U-Bahn hatten wir auch wieder laufen. Also passt das alles. Genau. Da fährt jetzt auch hier die Buslinie durch. Die könnte man sogar noch erweitern. Ja, dann erweitern wir die kurz nochmal. Dann bauen wir da noch eine rein. Die dann da noch. Dann da noch. Dann da. Und dann meinetwegen da oben noch mal eine. Dann fährt der Bus ja jetzt auch sinnvoll durch den Kreise und nicht ohne einen Grund. Genau, hier läuft das ja auch Bombe jetzt mit dem Auf- und Abfahren vom Kreisel in den Kreisel. Und ja, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich bei allen, die eingeschaltet haben. Und wir sehen uns dann in der zweiten Folge heute um 16 Uhr wieder. Bis dann, eine wunderschöne Zeit, hat rein, bis dann und ciao.